willkommen zum neuen Video. Peace. Ja, wir sitzen wieder im Auto, wir sind eingeladen, wir machen heute was richtig, richtig Süßes. Das zeige ich euch auf jeden Fall später. Ich freue mich total, dass es heute endlich in Angriff genommen wird. Ich habe das letztes Jahr schon machen wollen, aber unsere Mittel waren begrenzt. Deswegen hilft mir heute Uwe und bockt mir das Werkzeug, damit ich das machen kann. Und ich freue mich sehr darauf. Das ist ultra cute auf jeden Fall. Und ja, weil wir auf dem Weg zu Susi und Uwe sind, wie ihr hört, haben wir gedacht, wir bringen denen eine Kleinigkeit mit. Und deswegen waren wir eben bei Fressnapf und haben hier so einen Kongball geholt für die liebe Kira, weil es wurde mal in einem kleinen Leben, soll ich zeigen, was das gekostet hat? Ja, genau, der hat jetzt 6,99 €. Wobei Kong ja auch die Markenware ist. Ja, genau. So eine ähnliche Bälle gibt es auch als No-Name-Variante. Aber der Mann sagte auch, also wir haben uns da kurz beraten lassen, dass Kong bei halt die beste Firma ist. Die haben langlebigeres Plastik und so weiter und so fort. Die, ja, die halten einfach länger in so einem Hundemaul. Hunde sind natürlich sehr, sehr kräftig. Und er bringt ja nichts, wenn das in 2 Monaten kaputt ist. Deswegen halt lieber die 3 € mehr ausgeben. Genau. Und ja, wir haben auch den Kongball gefunden, den Kira jetzt momentan schon in Besitz hat. Also ähnlich, genau. Genau, wir wollten aber nicht den gleichen kaufen, wir haben uns aber für die gleiche Farbe entschieden, weil Kiras Farbe ist ja rot und der ist jetzt rund. Genau, und hat sie mal in einem halben Nebensatz erwähnt, die Susi. Genau, sie hätten doch gerne mal einen neuen Kongball. Und da dachten wir mal einen neuen kaufen müssten. Und da haben wir uns gedacht, wir sind schneller im Kaufen. Genau. Und jetzt, wir haben schon bei Kaufland und immer, wenn wir unterwegs waren, so mal in die Regale geschaut, in die Hundeecken. Aber nirgendwo gab es diesen Kongball. Und jetzt waren wir aber im Fressnapf drin. Deswegen sind wir jetzt auch ein bisschen zu spät. Na, wieso? Wir haben es gesagt, zwischen 11 und 12 ist es genau, noch 10 Minuten Zeit. Genau, ich habe auch gerade geschrieben, dass wir kurz vor 12 kommen. Ja, ja, dass wir den halt noch kaufen können. Und dann hat der Ozok noch 5 Minuten vor den Sittichen gestanden. Boah, da waren so Rosenköpfchen, so kleine grüne Superpapageien. Die haben rot-rosane Köpfchen halt. Die sehen super süß aus. Und ich mag ja auch unsere Wellensittiche, aber ich mag halt auch Papageien. Und der Mitarbeiter hat uns halt auch gesagt, das, was ich schon gedacht habe, die sind halt größer, die Papageien, die haben einen größeren Gehirn und die können halt mehr. Ja. Die können halt mehr lernen und die kann man auch anlernen und mit denen kann man mehr machen. Und ja, das ist halt natürlich, ja, würde ich mich natürlich auch freuen, aber jetzt haben wir noch unsere Wellensittiche und ja, ich hoffe natürlich, dass die auch noch ganz lange leben. Genau. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Tiere sind ja Haustiere, die leben ja nicht so lange. Und man muss sich damit auch mit diesem Gedanken... 10 Jahre schaffen die schon. Ja. Also ein paar Jährchen haben wir noch mit denen. Ne? Und danach können wir überlegen, ob wir größere Vögel kaufen. Aber wenn wir ein neues Haustier kaufen, dann einen Hund, wenn wir ein Grundstück haben. Wenn wir ein Grundstück haben. Ja, Hund. Deswegen... Ja, also das wollten wir euch kurz sagen und dann, ich habe schon gehört, der Kaffee läuft schon durch für uns. Da das freuen ist sehr wir uns freundlich. Natürlich auch darüber. Genau, und dann sehen wir uns gleich bei Uwe und Susi wieder. Genau. Ja, peace. Wie Sie hören, hören Sie, dass wir in den Krieg gehen. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind hier fleißig am Werkeln für diese Dame da. Na, Mira, was machen wir denn hier? Wir machen einen Adventskalender Schneemann, wo ich dann am Ende die Tage immer schieben kann. Das ist ja übertrieben cool und das ist ein DIY-Schneemann? Ja. Bist du dem Uwe sehr dankbar, dass er uns da hilft? Auf jeden Fall. Naja. Uwe, das ist sehr freundlich von dir, möchte ich nochmal betonen. Ich habe dir hier einen Zettel mit dir gebracht und einen Stift zum Schreiben. Das hat mir die Susi in die Hand gegeben. Wie machen wir das? Du kannst das in der Hand behalten. Achso, dann hältst du das in der Hand. Ja, Schatz, du kannst das ja nochmal kurz erklären für die Zuschauer, damit sie das genau nachvollziehen können. Ich würde sagen, wir arbeiten erstmal und dann erkläre ich es im Nachhinein. Na gut, dann machen wir das. Willst du jetzt jeden Handgriff aufnehmen? Nein. Wir wollen jetzt, aber du kannst jetzt nochmal mir das erzählen. Ich habe das nicht verstanden. Also, das ist eine Spanplatte. Wir haben darauf den Schneemann gemalt und der wird jetzt ausgesägt. Und dann wird er abgeschliffen und dann wird er am Ende angemalt. Und wir müssen jetzt noch den Hut aussägen. Ach so, das ist der Körper, das ist der Hut und das sind die Armies genau, sozusagen. Das ist der Müll, der übrig bleibt. Ach so, und was machen wir mit dem Müll? Den schmeißen wir weg. Ach so, ich dachte, den behält der Uwe. Ich wollte gerade sagen. Toll. Bei Holz ist der Uwe der Erste, der es behält, hat er gesagt.
Jeder Spahn ist teuer. Ja, ich glaube dir das. Jeder Spahn ist teuer. Vor allen Dingen Sperrholz auch noch. Ich finde es übrigens sehr, sehr schön, wie wir das mit dem DIY machen. Stehe ich hier eigentlich geduckt drin in diesem Kellergeschoss? Deine Jacke ist ganz schön dreckig, würde ich sagen. Ich bin ja voller Spiel. Wenn du voll rangehst. Voller Spiel, wie ich raus hier. Also. Nee, weiß. So, ich gehe jetzt aus dem Keller raus, weil es wird sehr laut mit der Kreissäge da unten. Aber Uwe hat eine Aufgabe für mich gegeben, die ich machen soll, während Mira und er zusammen an diesem coolen Ding werkeln. Denn hier gibt es einen Tisch. Der sieht so aus. Das ist ein, hat man mir gesagt, Schminktisch. Kann das so, sieht man das? Ich glaube, das sieht man. Genau, da sind nämlich solche Dinger drauf, die man aufdrehen kann. Schnell mal. Genau. Und die sollen rangebracht werden, denn der Uwe möchte gerne und die Susi möchten gerne diesen Tisch bei eBay Kleinanzeigen verkaufen. Also, falls ihr Interesse daran habt, schaut doch mal bei Susi und Uwe auf dem eBay Kleinanzeigen Account nach, ob ihr den vielleicht gerne haben wollt, kaufen wollt. Ist das hier das richtige Ding? Nee, das ist zu groß, ja, zu klein. Das hier ist das richtige, glaube ich. Ja, genau. Gut, so. So, der Tisch ist jetzt zusammengebaut und ich hoffe, ich kann damit gute Fotos machen, die Susi verwenden kann für ihr eBay. Ich werde jetzt auch mal ein paar Fotos schießen. Hallo? Hi. Was machen Sie hier? Wir haben gerade... wieder aufmachen, oben. Kann ich wieder aufmachen? Wieder aufmachen, genau. Der große Lärm ist vorbei. Gut, Schatz, dann erklär mal, was du gemacht hast. Ich habe oben den Tisch zusammengebaut. Es gibt keinen Fortschritt. Wir haben was ist das denn hier? Hier zugesägt. Ach so, okay. Das ich haben dachte, wir gebraucht, damit die Kreissäge rutscht. Das ist genau angepasst. Wer hat das Kluges gebaut? Uwe natürlich. Uwe ist überschlau. Deine Frau. Nee, Schatz, ich habe oben den Tisch zusammengebaut und habe den jetzt auch schon fotografiert für Susi. Wir müssen den jetzt nur noch ausmessen, damit ich auch diese Dingsums machen kann. Dafür bräuchte ich ein Maßband. Und Zollstock geht auch, ja. Wir haben einen Liedermaßstab. Das finde ich sehr gut. Und du müsstest mir diesen Stift und Zettel, wo ist der? Der Stift hast du hier. Genau, und den Zettel brauche ich auch noch, damit ich das den anderen, den mit dem Enning. Sonderwünsche. Na, ich helfe ja mit, ich bin jetzt nicht so faul und ich wurde gerade noch angerufen, also das musst du dann schneiden. Dankeschön für den Zettel und den Stift, Fräulein. Dankeschön. Ich hoffe, du hast einen Cut gesetzt und jetzt machen wir hier wieder aus. Was machen Sie? Der Uwe schneidet das Ding aus. Also den Schneemann-Kopf, den kann man jetzt schon erkennen. Das ist die Möhre. Guck mal, wie gut es aussieht. Ja. Überragend. Mira, freust du dich, dass der Uwe dir so fleißig hilft? Ja. Finde ich auch gut. Ich könnte das ja auch machen, aber ich habe nicht so gutes Werkzeug. Warum hast du es letztes Jahr nicht für mich gemacht? Ja, weil ich ein fauler Bastard bin, deswegen. Und Uwe hat hier unten eine gute Werkstatt im Keller. Ich finde das sehr schön. Muss ich sagen, Uwe, ich finde das sehr, sehr schön von dir. Vielen Dank. Bitte. 30,50. Das musst du aber bezahlen. Ja, okay. Pro Minute. Oh, das wird ganz schön teuer. Ja. Ich habe eine Minute fünf aufgenommen. Schatz, Uwe und Susi haben jetzt auch einen Schneemann? Genau, auch einen Schneemann-Kalender. Und den müssen wir natürlich auch ein bisschen sauber schleifen, damit sich keiner verletzt. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Ich muss sagen, das sieht sehr, sehr schick aus. Wir haben einmal den hier, den hell, und Susi und Uwe haben den dunklen. Genau. Und das heißt, als nächster Schritt wäre das dann anzumalen. Das heißt, unten wird der weiß und oben der Hut wird schwarz. Oder wie funktioniert das korrekt, dann? Korrekt, ja. Ein Schneemann halt, ne? Korrekt. Das naja, ist alles cool. Draufmalen, wenn du möchtest. Ne? Das ist sehr, sehr gut. Uwe hatte jetzt noch eine tolle Idee gehabt, aber die können wir leider nicht umsetzen. Weil wir die Schablonen nicht finden. Können wir jetzt in diesem Moment nicht umsetzen, aber in Zukunft ja vielleicht. Willst du schon spoilern, was es ist? Nö. Okay.
Dann müssen sich die Zuschauer mit dem Abschleifen zufrieden geben. Ich mache das gut, wie gelernt hier. Ja. Ah ja. Handwerkerin. Mhm. Bei Susi habt ihr in ihrem letzten Video gesehen, da ist Uwe so einen tollen Bastelzaun gemacht hat. Den haben wir nämlich schon bei Action gesehen. Und den haben wir auch in Karls Erdbeerhof gesehen, diesen Zaun. Ich kann euch gleich mal ein Foto einblenden. Und ja, der Zaun ist überragend und bei Karls Erdbeerhof war ich auch. So sieht das aus. Ich guck mal, ich hab's mal hier schon auf dem Ding. 15 cm oder 20 cm war das vielleicht bei Karls, ne? Genau. Stück und es war übertrieben teuer und dann haben wir gesagt, das können wir auch selber machen und der Uwe, der hilft mir heute und deswegen genau. Haben wir schon ganz viel Sachen vorbereitet. Genau, zeig mal Uwe, zeig uns mal dieses Ding, so sieht es dann nämlich aus. Muster. Das ist sehr, sehr geil. Cool. Und das machen wir aus diesen Dingsies raus. Das genau, ich krieg gut. Auch einen Zaun. Das ist sehr gut. Also ein Wink mit dem Zaunfall. Ja. Total geil. Ja, cool. Und Uwe muss noch seine Bretter musst du noch zusägen mit der Dingsums, mit der Kreissäge. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Okay. Jetzt nimmst du auf. Noch nicht zu machen, Uwe. So, wir sind soweit fertig. Ozok hat noch eine ganze Tüte voll mit meinem Zaun. Da habe ich noch ein paar Hausaufgaben für zu Hause bekommen. Genau, aber den Schneemann lassen wir hier. Schneemann, also ich hoffe, man erkennt, wo die Reise hingehen soll. Hier vielleicht kann man ja das bleistiftmäßig sehen. Dann kann man das immer einen Tag weiterschieben. Aber ist noch nicht fertig, deswegen lassen wir ihn erstmal noch hier. Genau. Aber den Zaun nehme ich von nach Hause. Verstaut den sicher für uns, ja? Ja, es Brennholz. Oh. So viel Arbeit. Diese frechen Sprüche vom Uwe immer. Meine Oberarme tun weh. Männer, die auf Muskeln stehen. Ja? Kennst du das nicht? Marie-Antoinette? Marie-Antoinette? Kennst du? Es ist der nächste Tag und heute finde ich die Zeit, meinen Zaun weiterzubauen. So, das sind die Querstreben. Ich habe hier zwei Ersatzstreben. Pro Zaunstück brauche ich zwei Stück. Einen oben, einen unten. Und die Tüte des Glücks. Ganz viel ist hier noch drin. Ich habe ultra viel mitbekommen. Oh, unsere Powerbank lag dazwischen. Die ist jetzt etwas holziger. So, was ich mitbekommen habe vom Uwe ist einmal Schleifpapier, weil das muss ich jetzt noch machen. Alles schleifen, damit sich keiner an Splitter zieht. Und das ist so ein Holzklotz. Den kann ich drumherum machen. Dann habe ich nämlich einen guten Griff zum Schleifen. Ich habe das alles selbst zugesägt hier oben, hier vorne. Also es hat alles so Zaunspitzen sozusagen. Und wenn ich das jetzt so aneinander halte, ich habe ja schon das von gestern gecuttet. Und ich habe euch ein Bild eingeblendet, wie es im Action aussah bei Karls Erdbeerhof. Und das ist ungefähr so die Grundstruktur. Natürlich, ne? Ich habe hier ganz, ganz viele von bekommen. Das ist der Kleine, den zuerst alle machen ja. Und dann ist der Große, den später alle machen. Ja, wir müssen das Ganze dann also erst schleife ich alles, dass sich keiner mehr in Splitter zieht. Dann lege ich das aufeinander. Dafür habe ich auch noch so praktische Abstandshalter bekommen. Und kluge Menschen schreiben hier zum Beispiel eine 3 drauf, weil das dann für 3 cm steht. Ich habe hier noch mehr Abstandshalter, 4 cm. Das ist nämlich der Abstand zwischen diesen beiden Dingern. Ne? Das heißt, ich lege das einmal alles hin, habe hier die Abstandshalter, messe es alles genau aus, damit es natürlich gerade ist, weil ein Zaun ist ja nicht... Ja, also Zaun ist ja schon gleichmäßig. Nur die Dinger, die habe ich mit Absicht so ein bisschen ungleich hoch gemacht, weil wir hatten ein Foto gesehen, da sah das ganz süß aus. Eins hoch, eins ein bisschen niedriger. Ne? Genau, das ist Absicht. Aber alles andere soll natürlich ordentlich strukturiert sein. Also hier sind meine Abstandshalter. Dann leime ich das Ganze. Und dann muss ich nochmal aufstehen, nagel ich das Ganze auch, denn ich habe einen Hammer. Und wir waren extra im Baumarkt. Und eine Sekunde, ich habe hier die Teile zu liegen. Ich komme noch mal wieder. Ja, ich habe hier Nagel gekauft und ja, wäre besser gewesen, hätten wir die Stärke gewusst, die Länge. Aber jetzt grob geschätzt, ich denke, das passt schon ganz gut zur Welt. Und hier, das haben wir noch geschaut, weil ich wollte vielleicht noch so einen Torverschluss haben. Und wo ich gerade von Tor rede, ich habe mir ein Türscharnier gekauft, damit ich auch ein Tor machen kann. Genau, das ist der Plan. Mit Leim. Mit dem Nagel fixieren. Genau, und dann habe ich hier vom letzten Jahr, die habe ich günstig gekauft, einmal 20er LEDs und einmal 40er LEDs. Muss ich mal schauen,
welche passen. Ich glaube, auf dem Bild waren immer so 10er-LEDs dabei, welche ich nutze. Aber mit Beleuchtung sieht es wahrscheinlich auch ganz süß aus. Und wenn das alles trocken ist, dann mache ich das natürlich mit Acrylfarbe oben, also ein bisschen weiß wie Schnee sozusagen. Dafür muss ich dann aber noch meinen Glitzer suchen. Genau. Aber ja, das ist jetzt erstmal meine Aufgabe. Und da es mir nicht so langweilig dabei ist, habe ich hier mein Handy. Ich schaue mal ein bisschen YouTube währenddessen an, ne? Damit ich auch. Ja. Sonst ist es jetzt so langweilig, ne? Für mich. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Sieht doch gut aus. Cool. Ich leg das jetzt genau hier ran. Genau. Und dann musst du mittig den Nagel draufhauen und dann passt es. Genau, dann hatte Uwe gesagt gehabt, bisher sind ja die Abstandshalter. Der hier kommt ja dann dazwischen, richtig? Ja, aber genau. Lass mich erstmal festhängen. Ja, ja, das ist doch super. Filmst du das? Läuft die Kamera noch vom Film? Die Kamera läuft ja. Ja, okay. Du hast noch erst 17 Minuten. Ja, perfekt. Hast du aber, wie weit ist das durch? Nicht, dass du den Fußboden gehauen hast. Ist zu kurz? Ist zu kurz? Nee. Nein, geht genau durch. Gerade so. Ja, das ist doch okay. Dann musst du. Reicht, ja? Ja, denke schon. Ist ja geklebt. Okay. Dann haust du ansonsten mal ein bisschen mehr Kraft drauf, dass er richtig drin ist. Ja, dann ist es ja geklebt. Hier, siehst du, und das geht auch genau. Das ist perfekt. Cool. Ja, dann, ich mach dann machst du jetzt weiter. Bis ich fertig bin. Super. Fantastisch. Cool. Ich mach Videos.
So, mit Zaun Nummer 1 bin ich jetzt soweit fertig. Der Leim muss jetzt natürlich noch trocknen. Die Spitzen möchte ich noch weiß anmalen und mit Glitzer bestreuen. Dann kommt auch noch ein LED-Licht drumherum. Und ja, ich muss mir noch was ausdenken, weil es steht noch nicht. Ne? Also, ja. Aber ich muss es jetzt erstmal trocknen lassen. Das heißt, ich habe hier ja noch mehr. Ich möchte auf jeden Fall 2 Zaunstücke haben und es soll nachher um den Tannenbaum drumherum kommen. Und ja, ich kann mir das schon richtig, richtig gut vorstellen, um den Weihnachtsbaum drumherum. Und es wird übertrieben cute aussehen dann zu Weihnachten. Ist ein bisschen Arbeit, aber spart natürlich auch richtig viel Geld, wenn man das mal so betrachtet. Vor allen Dingen, wenn man das halt einfach aus Holzresten baut, die man sowieso schon übrig hat. Und ja, die Packung Nagel hat zum Beispiel jetzt 3,65 € gekostet. Aber insgesamt sind wir damit immer noch günstiger, als hätten wir es bei Action gekauft. Bevor das Video gleich zu Ende ist, wollte ich mich natürlich nochmal ganz herzlich bei Uwe bedanken. Erstmal natürlich dafür, dass wir die Werkstatt benutzen durften und dass wir diese Ideen umsetzen konnten. Und das ist jetzt der Zaun. Ihr hattet im Video noch gesehen, dass wir diesen Adventskalender Schneemann gemacht haben. Und der ist noch nicht ganz fertig. Und die Idee hatte ich mal auf Pinterest gesehen. Und ja, Uwe hat es jetzt mit mir umgesetzt, weil diese Spanplatten, die hatte ich im letzten Jahr schon gekauft zur Weihnachtszeit. Und ja, wir haben hier zu Hause halt keine gute Säge und so. Und Oswald konnte das mit mir nicht umsetzen. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das, dass wir das jetzt machen konnten. Und ich bin super glücklich damit. Und ich finde es so total super cute, super Deko. Ja, selbstgemachte Sachen sind sowieso immer am schönsten, also finde ich persönlich jedenfalls. Und ja, dann habe ich Spaß am Basteln und ich habe natürlich auch Spaß daran, wenn ich das jedes Jahr wieder raushole. Und ja, ist halt auch super günstig umsetzbar, das Ganze, muss man da dazu sagen. Weil so eine große Spanplatte, die kostet ja auch nicht so viel. Ich weiß jetzt nicht, was wir letztes Jahr bezahlt haben, aber unter einen Fünfer auf jeden Fall. Und vielleicht, man hat ja auch zum Beispiel manchmal auch Holz übrig oder so, wenn man da Sachen aufhebt, dann könnte man das natürlich auch benutzen, hat man quasi gar keine Kosten. Ja, sowas finde ich immer super cool. Und ja, also danke Uwe, dass du mir geholfen hast und dass wir den Keller benutzen durften. Und für die ganzen Materialien, die ich jetzt hier natürlich zu Hause habe, also das sind alles Holzsachen von Uwe. Nägel habe ich heute gekauft, aber hier, das hat Uwe mir ja auch mitgegeben, dass ich das hier zu Hause alles beenden konnte, meiner Zäunchen. Und ja, ich bin sehr, sehr glücklich damit. Das wird total schön aussehen um den Weihnachtsbaum drumherum. Und ja, es ist ja noch Oktober. Wir können aber, also es war gerade noch September, aber wir können schon alle Weihnachtsdeko basteln. Das ist gar kein Problem. Also für mich jedenfalls nicht. Ich habe auch schon Weihnachtsfilme geschaut, ehrlich gesagt. Und ja, wenn euch das Bastel-Bastel gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist nämlich kostenlos und würde mich halt wahnsinnig supporten. Außerdem verpasst ihr dann keine weiteren coolen Bastel-Bastel-DIYs. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss! Oh,